Hallo und herzlich willkommen bei Virtual Studios und einer neuen Folge Watch Dogs 2. Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt auf meinem Kanal. In der letzten Folge haben wir ja den Menschenhandel quasi entdeckt. Jedenfalls vermuten wir es. Deswegen wollen wir doch mal auch an dieser Stelle weitermachen. Ich schnappe mir ein Auto und dann geht's ab zur nächsten Mission. Auto steht, Wegpunkt ist gesetzt, deswegen ab durch die Mitte. Ah, hier, der Bus, der hätte jetzt auch schnell zum Problem werden können. Aber gerade läuft es doch recht gut. Das war noch ein Bulle. Hätten wir den gestreift, hätten wir jetzt schon wieder Probleme gehabt. Aber sind chillig rumgekommen, würde ich mal sagen. So. Weiter. Immer der Reihe nach. Autsch. Da lang. Wie immer links, ja, ist ja richtig Slalom angesagt. So. Ganz entspannte Musik dabei, ist ja auch immer ganz nett. Wir fahren jetzt, glaube ich, direkt nach Shanghai rein, ne? Ist das nicht hier? Ja, sage ich doch. So, wirklich haben wir hier noch nichts getrieben. Deswegen bin ich ja mal gespannt, wie es hier abläuft mit denen. Dieses Geräusch. Furchtbar. Ist so gar nichts passiert. Ey, Bro. Oh, hier in diese. Da zu dem. Was bist du denn für einer? Hey, kennst du den Typ? Verschwinde, du Arsch, ich bin beschäftigt. Und außerdem ganz schön eingebildet, was? Hör zu, ich weiß, die ordentlich Showboys bringen sie rein. Ich möchte rausfinden, wieso. Nein, scheiße, den kenne ich nicht. Wir kennen uns nicht alle. Setara sagt, du könntest mir helfen. Gib mir irgendwas. Wieso hast du das nicht gesagt? Auntie Shu hat ein Büro in der Import-Export-Firma auf der Gold Street. Da sind Aufzeichnungen. Aber sag Setara, dass wir damit quitt sind. Ja, danke. Ja, heißt doch, leck mich am Popo, oder? Mission ist hier fertig. Da ist unsere schöne Karre, die war echt gut. Achso. Weiter müssen wir gar nicht. Hat sich voll gelohnt. Aufgepasst, ich folge gerade einer Spur in Chinatown. Ich glaube, es ist ein ordentlich Schuhunterschlupf oder sowas. Ich sag euch Bescheid, wenn ich was finde. Okay. Halt die Augen nach allem auf, das wir in Bezug auf den Börsenhack brauchen können. Ich park mal die Karre hier. Eine asiatische Nutte. Aha, aha. So, können wir das hier ein bisschen umgehen, aber hier kommen wir nicht rüber, ne? Komme ich da irgendwo hin? Gut, der könnte mich sichten, aber ich muss da rüber. Nur wie? Ah, ist ganz schön was los da unten. Der geht mir ein bisschen auf den Sack. Ich muss ja wohl da rein, wie es aussieht. Schon mal trotzdem die Drohne raus. Hier ins Gebäude rein. Wir probieren einfach mal unser Glück. Und weiter. Eine Karre, ein Auto,
geht's aber nicht weiter. Na, Köter. Okay, hier kommen wir nicht weiter rein, oder? Nee, der sagt mir auch noch woanders. In diesem Gebäude, wie kommen wir nur dahin? Seht mal da drüben nach. Hey! Komm endlich raus! Wo seid ihr denn alle? Hier ist nichts. Am besten ja schussfrei, wisst ihr ja. Ich kletter mal hier so lang. Bitte was? Kommen wir da rüber? Perfekt. Da ist eine Tür. Boah, okay. Schaffen wir das? Habt ihr das gehört? Wo war das? Ey, das... Hast du einen Stift? Ich gebe dir seine Beschreibung. Okay, irgendwie ist das jetzt ganz schön aus dem Ruder gelaufen. So. Was ist los? Ohne mich. Okay, ich muss da runter. Kommen wir nicht drum rum. Mal sehen, wie gut du wirklich bist. So. Komm. Keine Toten hier. Also wir versuchen lebendig zu bleiben. Sorry, Hund. Ist eigentlich nicht so meine Art. Wo ist denn jetzt hier der Kasten hin? War der hier nicht? Ich sitze hier fest! Was zum? Puh, das war eng. So. Na, wo soll das denn jetzt hier sein? Und hier ist ja noch eine Tür. Warum habe ich das denn vorhin nicht gesehen? Was ist denn los? Okay, das funktioniert so nicht. Was? Okay, oh, Entschuldigung. Ich bin aufs Mikro gehauen. Ja, der Sensenmann, das ist passend. Nee, aber jetzt wissen wir ja ein bisschen mehr über die Gegebenheiten. Also am optimalsten ist, wenn wir da hochkommen. So.
rein. Haben wir hier eine Kamera oben? Nee. So, komm, läuft doch gut. Gucken, ob das reicht, die Zeit. Ah, verdammt. Okay, aber wir wissen, wo wir hin müssen. Auf jeden Fall da rein. Nee, Quatsch. Ah, hier wäre die Tür gewesen, okay. Kriegst gleich eine Beschreibung. Kommt rein. Das ist noch dich. Komm. Entdeckung. Hast du Angst? Komm, ja, schaff mal. Oh, kann nicht so schwer sein hier. Komm, jetzt den letzten noch. Komm raus. So. Jetzt aber. Wollte ich eigentlich anders lösen. Hätten wir auch fast geschafft, würde ich ja sagen, ne? Hätten die vielleicht die Tür zumachen sollen. Ein iPad. Das ist vielversprechend. Mal sehen, was du versteckst. Hast du was Gutes? Dokumente. Kannst du Chinesisch? Nein, aber Karten und Diagramme lesen. Karten und Diagramme von was? Computerknoten, Generatoren, eine schwimmende Serverfarm, internationales Gewässer, irgendwo beim Kabel zwischen China und den USA. Okay. Die Pazifikflotte scheucht schon seit Jahren Schiffe und Unterseeboote da weg. Aber die haben recht viel Nass zu überwachen. Nicht, wenn du die richtigen Koordinaten hast. Vielen Dank, Auntie Shoeboys. Schön, und jetzt verschwinde da. Ich nehme mal hier noch ein bisschen was mit. Ja. Und ich ist meine richtige Tante. Als ich 12 Jahre alt war, hier die Tür auf. Die alte Dame, die mit einem Tablett Essen vorbeikam. Okay, brauchen wir nicht. Ich weiß gar nicht, ob es dafür Erfolge gibt, wenn man das mal so fertig kriegt.
Typen, komm her. Ah, schöne Karren. Yakuza-Autos. Oh yes. Unten irgendwie noch da hoch, da haben wir nämlich auch noch irgendwo einen Punkt. Wenn wir uns mal krallen könnten. So, hier lang. So läuft das. Oh, wo ist der Punkt? Wie ist der Plan, Stan? Den Kahn hacken, uns mal drauf umsehen und vielleicht rausfinden, wieso Bloom jemand mit Bellwether auf die Börse loslässt. Das einzige Problem, er ist außer Reichweite. Okay. Der Kahn wird nicht mit CTOS vernetzt sein und chinesische Protokolle nutzen. Aber ich habe einen Fix für dich. Easy peasy. Ich patche dich auf meiner Seite rein. Du brauchst einen guten Handyempfang. Ich schicke dir Koordinaten zu einem Leuchtturm in Marem. Denk daran, dich da mal umzusehen. Der Blick ist spektakulär, Hacker. Hm. So, wir holen einfach mal einen Kran hier runter. Sind robotergesteuerte Armeen bald Wirklichkeit? Die Hackergruppe DedSec gab heute eine beunruhigende Warnmeldung bekannt. Sie zeigte Material aus einer geheimen Einrichtung über Technologien, die für die Bekämpfung von Randalierern vorbereitet werden. Die Hacker legten Informationen offen, dass die Militärtechnologiefirma Tidus mit Hilfe von Steuergeldern militarisierte Hightech-Roboter auch für die zivile Sicherheitsüberwachung im Inland entwickelt hat. Bisher gab es keinen Kommentar von Tidus. Würde ich auch nicht machen. Ich wette, ich mache mir das gerade viel zu kompliziert hier. Wo muss der hier sein? Falsche Richtung. Da lang. Und runter. Sturzfrei natürlich. So. Wo ist sie denn? Hm. Ah. Okay. Ich war viel zu forsch an die Sache rangegangen. Wo geht's weiter? Dazu sehe ich auch nicht viel. Doch. Keine reinkommen. Hier lang. Hey, korrekt. Okay, da unten ist die Karre. Die holen wir uns jetzt mal. Oh, ja, tat weh, ich weiß. Keine Angst. Ist das noch die? Nee, genau, das waren die. Die Yakuza-Kahn. Die finde ich cool. So, was hat er gesagt? Wir sollen irgendwo hin. Irgendeinen Leuchtturm. Ach Gottchen. Ja, komm, setz mir einen Wegpunkt. Da können wir jetzt schön düsen, Alter. Mit der Karre sind wir, glaube ich, echt gut. Wegpunkt hinzufügen, so. Boah, die Karren gehen echt ab. Komm mal, Platz. Gehen wahrscheinlich auch genauso schnell in den Arsch. Ihr wisst ja, wie die asiatischen Bauweisen sind. Gut, günstig
aber nicht sehr stabil. Was ich jetzt... ja, ne, das soll jetzt keine Allgemeinheiterung sein, aber ist ja manchmal so, dass diese dann etwas mehr Pflege brauchen, um nicht zu schnell kaputt zu gehen. Aber ist manchmal auch nicht verkehrt, so schnelllebig wie alles ist. Warum soll ich mir einen 1000 Euro Rechner kaufen von europäischer Marke, wenn ich für 500 Euro einen asiatischen kriege, wenn ich mir weiß, dass ich sowieso in einem Jahr 900. Also so ist es eher gemeint. Ne? So. Ja, das ist die Golden Gate Bridge in Rot. Ich finde es interessant, dass sie Klassik hören. Gleich sind wir da. Oh, und hier, ein Flow haben wir hier drin, ist ja Wahnsinn. So. Was ich mal machen könnte. Wo ist die? Da unten drunter, war fast klar. So, meins. Wo schickst du mich lang? Einfach rüberbrettern können. Ja, jetzt geht es hier wirklich auf die Aussichtsplattform. Ui, hier oben lang. Das sieht nach Leuchtturm aus. Ne, hier sind wir noch falsch. Weiter, oder? Guck mal, echt schick hier, deswegen mache ich jetzt hier ein Päuschen. Kann ich hier reingucken? Boah, was eine Aussicht. Nee, ich mache hier Pause. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, ruhig runter in die Kommentare, liken, teilen, abonnieren nicht vergessen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Bis dahin.